Diese Schauspieler, Stuntleute und Crewmitglieder sind für etwas aufgetaucht, von dem sie dachten, dass es nur ein weiterer Tag bei der Arbeit sei. Nur um dann ihr Leben auf eine der bizarrsten Arten zu verlieren. Der erfahrene englische Schauspieler Oliver Reed starb, bevor er alle seine Szenen für Ridley Scotts Epos Gladiator aus dem Jahre 2000 beendete. Dies zwang Scott, digitale Tricks einzusetzen, um den Tod von Reeds Figur, dem Gladiatorenhändler Proximo, darzustellen. Aber die Umstände um Reeds Tod veranschaulichen zwei Dinge über den Mann. Er war genauso hart, wie es seine On-Screen-Persönlichkeit vorschlug. Und er war ein wenig zu sehr dem Alkohol verfallen, um sein eigenes Wohl zu schützen. Der Film wurde auf Malta gedreht. Und in der Nacht, bevor er seine letzten Szenen drehen sollte, feierte Reed mit einem Besuch in einem lokalen Pub. Er leerte 8 Gläser Lagerbier, bevor er zu einem Dutzend doppelter Shots Rum und einer halben Flasche Whisky überging. Dann nahm er es mit einer Besatzung von Matrosen der britischen Marine in einem Armdrückwettbewerb auf, besiegte sie alle, bevor er sich schließlich darauf vorbereitete, sich für die Nacht zurückzuziehen. Aber nach Jahrzehnten solchen Verhaltens hatte Reeds Körper endlich genug. Er erlitt einen schweren Herzinfarkt und fiel auf der Stelle tot um. Die Kneipe, in der er starb, ist inzwischen als Ollie's Last Pub bekannt. Fans auf der ganzen Welt kommen hierher, um in der Sammlung von Erinnerungsstücken zu stöbern, 1 oder 3 Bier zu trinken und einem der legendärsten harten Jungs der Filmgeschichte Tribut zu zollen. Der Unfall am Set, der Brandon Lee, dem Sohn der Kampfkunstlegende Bruce Lee, das Leben kostete, ist eines der berühmtesten in der Geschichte Hollywoods. Doch es sind die Details, die das Ereignis vorantreiben, die es wirklich unheimlich machen. Der ältere Lee war überzeugt, dass seine Familie einen alten Fluch in Form eines Dämons trug, der seine männlichen Mitglieder unerbittlich verfolgen würde. Was 1993 ein wichtiger Handlungsschwerpunkt in der Filmbiografie Dragon, die Bruce Lee Story war. Eine der letzten Szenen deutet darauf hin, dass der Fluch auf Brandon übergehen würde. Es dauerte nur ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Films, bis der jüngere Lee sein schockierendes Ende fand. Gegen Ende der Dreharbeiten zum Gothic-Thriller The Crow, die Krähe, richtete sich die Crew ein, um eine Szene zu drehen, in der Lees Figur erschossen wird. Dies erforderte eine Requisitenpistole, die Rohlinge abfeuerte, da die Vorschriften besagen, dass am Set keine scharfe Munition erlaubt war. Der Requisiteur des Films behielt jedoch einige im Kofferraum seines Autos und beschloss, eine Abkürzung zu nehmen, indem er die Live-Munition modifizierte, als er feststellte, dass keine Rohlinge verfügbar waren. Leider wurde vor dem Rohling eine Blindgängerpatrone in die Pistole geladen und ihre Bleispitze im Lauf gelagert. Die Entladung des Rohlings trieb die Kugel genau wie eine echte Kugel voran und traf Lee in den Bauch. Er wurde schnell ins Krankenhaus gebracht, aber er starb auf dem Operationstisch. Der erfahrene Charakterdarsteller Wick Morrow wurde als Fanatiker gecastet, der in Time Out, dem ersten Segment von Unheimliche Schattenlichter von 1983, einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin bekommt. Tragischerweise wäre die Rolle die letzte von Morrow. Und der Unfall, der ihn und 2 andere tötete, war einer der grausamsten in der Filmgeschichte. In der Szene, die aus dem letzten Film geschnitten wurde, versucht Morrows Figur, 2 Kinder durch einen vietnamesischen Sumpf in Sicherheit zu bringen, während ein Hubschrauber ihr Dorf bombardiert. Während einer Probe hat die Pyrotechnik den Hubschrauber von Dorsey Wingo hin und her geworfen und hat ihn zutiefst erschreckt. Aber Regisseur John Landis bestand darauf, die Szene wie geübt zu drehen, und Wingo forderte ihn nicht heraus. Als die Kameras liefen, zwang die Explosion Wingo, seinen Hubschrauber mitten im Set abzusetzen. Eine seiner Kufen zerquetschte den 6-jährigen Kinderdarsteller Renee Chen, während Morrow und die 7-jährige Misa Din Lee beide von ihrer Hauptklinge enthauptet wurden. Der Unfall führte dazu, dass Landis, Wingo und 3 weitere wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht gestellt wurden, woraufhin sie 1987 freigesprochen wurden. Der erfahrene englische Charakterdarsteller Roy Kinnear war vielleicht am meisten als Vater des verwöhnten Klein Verusa Salt in Charlie und die Schokoladenfabrik von 1971 bekannt. Aber seine komplette Titelliste ist länger als dein Arm. Unter ihnen waren die Version 1973 von Die drei Musketiere und die Fortsetzung von 1989, Die Rückkehr der Musketiere, beide unter der Leitung von Kinnears häufigen Mitstreiter Richard Lester. Leider ist letzteres schlussendlich seine letzte Rolle. Kinnear hat sich bei einem Sturz von einem Pferd während des Schießens in Spanien verletzt und wurde anschließend in ein Krankenhaus in Madrid eingeliefert. Seine Verletzungen galten nicht als lebensbedrohlich, aber sie waren anscheinend zu viel für seinen Körper.
Am nächsten Tag erlitt er noch im Krankenhaus einen Herzinfarkt und die Ärzte konnten ihn nicht retten. Kinnairs verfrühter Tod hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Schauspieler und die Crew des Films. Aber keiner war so betroffen wie Lester, der einen lieben Freund verloren hatte. Die 4-Millionen-Dollar-Jagd von 1987 war sowohl eine Spielerei als auch ein Film. Seine Besetzung von verrückten Charakteren verbrachte die gesamte Laufzeit damit, eine Reihe von 3 Geldvorräten von 1 Million Dollar zu finden, die irgendwo in den Vereinigten Staaten versteckt waren. Das Ende zeigt, dass der 3. Vorrat an versteckter Beute völlig real war, da er das Publikum herausforderte, Hinweise aus dem Film zu verwenden, um seinen Standort zu bestimmen. Der Film wurde weithin ignoriert, doch sein unglücklichstes Vermächtnis liegt in dem Unfall, der dem Stuntman Dar Robinson das Leben nahm. Robinson, der von seinen Kollegen weithin als einer der mutigsten Stuntleute überhaupt angesehen wird, hielt eine Reihe von wahnsinnigen Rekorden, darunter den höchsten jemals verfilmten Sturz. Er hatte in seiner Karriere irgendwie nie eine Verletzung am Set erlitten. Aber das änderte sich auf die tragischste Weise, die während der Dreharbeiten zu einer routinemäßigen Motorradverfolgungsjagd möglich war. Robinson fuhr mit seinem Dirtbike Honda 600 mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve, verlor die Kontrolle und kam von der Straße ab. Er wurde vom Motorrad getrennt, über einen Damm geworfen und von einem Salbei-Strauchzweig aufgespießt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, doch seine Verletzungen führten dazu, dass er verstarb. John Jordan gehörte zu den furchtlosesten Kameraleuten aller Zeiten und entwickelte seine eigene gefährliche Technik, um Luftaufnahmen zu machen, die einfach nicht möglich gewesen wären. Nur durch ein Gurtzeug gesichert, mit den Füßen auf dem Schlitten eines Hubschraubers ruhend, lehnte er sich ins Freie hinaus, um seine erstaunlichen Aufnahmen zu machen. Während der Dreharbeiten zu einer solchen Luftsequenz für den James-Bond-Film Man lebt nur zweimal, kam er einem seiner Subjekte, einem Bell 47-Hubschrauber, etwas zu nahe. Eine ihrer Klingen schlug zu und entfernte fast seinen Fuß, der schließlich amputiert werden musste. Aber Jordan war unbeirrt und ging sofort wieder an die Arbeit und tat, was er am besten konnte. Diese Draufgängerattitüde holte ihn schließlich 1969 beim Dreh von Catch 22 Der böse Trick ein. Jordan fungierte als stellvertretender Regisseur und drehte aus der offenen Tür eines B-25-Bombers. Wieder einmal kam ein vorbeifliegendes Flugzeug etwas zu nahe. Aber anstatt sich zu berühren, erzeugte es eine seltsame Windböe, die den B-25 zur Seite schob. Jordan verlor das Gleichgewicht, kam zu nahe an die Tür und wurde prompt herausgesaugt. Er stürzte in den Tod, über 1000 Meter tief in den Ozean. Obwohl kein bekannter Name, gewann Regisseur, Schauspieler und Stuntfahrer Toby Halicki in den 70er Jahren Kultstatus, da er auf übernatürliche Weise an der Kunst der Verfolgungsjagd und der Kollision von Autos beteiligt war. Sein im zweiten Studienjahr begonnenes Projekt Nur noch 60 Sekunden von 1974 ist ein Paradebeispiel für dieses Talent. Doch während der Dreharbeiten zu seiner Fortsetzung von 1989 fand Halicki sein Ende in einem bizarren Unfall, der seltsamerweise nicht mit seiner wahnsinnig gefährlichen Stuntarbeit zu tun hatte. Während der Dreharbeiten in Tonawanda, New York, richtete sich die Crew ein, um den Einsturz eines Wasserturms für eine Szene zu filmen, die Tonawanda-Beamten mächtig zu verhindern versucht hatten. Halicki war gezwungen worden, eine 8-Millionen-Dollar-Versicherung abzuschließen, um sie zum Nachgeben zu bewegen. Und er hatte seine Pläne angekündigt, die Stadt nach Fertigstellung des Films zu verklagen. Aber wie sich herausstellte, hätte er wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf ihr Anliegen richten sollen. Der Turm brach vorzeitig zusammen, sodass ein angehängtes Stahlseil riss. Das Kabel stieß dann einen nahegelegenen Telefonmast, der direkt auf Halicki fiel. Er wurde von Rettungssanitätern vor Ort ohne Erfolg behandelt und wurde bei seiner Ankunft im örtlichen Krankenhaus für tot erklärt. Halickis Witwe Denise diente als Executive Producer für das 2000er Remake von Nur noch 60 Sekunden, um das Erbe ihres Mannes zu erhalten. 2008 präsentierte The Dark Knight einige unglaubliche Stuntarbeiten in Verbindung mit spektakulären und manchmal gefährlichen praktischen Effekten. Zu den Stuntdarstellern, die an dem Film arbeiteten, gehörte Conway Wycliffe, ein 41-jähriger Veteran der Branche. Während der Dreharbeiten zu einem Teil der Verfolgungsjagd von Tumbler und Batsicle war Wycliffe gerade dabei, eine ziemlich gewöhnliche Aufnahme zu machen, als die Tragödie geschah. Er filmte einen Stuntwagen, während er aus dem Fenster eines SUVs hing. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr unerklärlicherweise vom Kurs ab, folgte nicht seiner vorgeschriebenen Route und raste stattdessen durch eine Wiese, ein Umweg, der mit einem Unfall an einem Baum endete. Trotz der Tatsache, dass der SUV nur etwa 20 Meilen pro Stunde fuhr, erlitt Wycliffe schwere Verletzungen, sodass er am Unfallort für tot erklärt wurde. Sein vorzeitiges Ableben war leider ein Vorbote der kommenden Jahre, da der Star Heath Ledger kurz vor der Veröffentlichung des Films an einer versehentlichen Drogenüberdosis starb.
Der schockierende Tod beider Männer wurde im Abspann des Dark Knight erwähnt. 1978 waren die Bewohner von Lexington, Kentucky, begeistert, eine echte Hollywood-Produktion in der Stadt zu haben. Es war Steel, mit der Hauptrolle und produziert vom gebürtigen Lexingtoner Lee Mayers. Der Höhepunkt des Films forderte, dass sein Bösewicht von einem Wolkenkratzer in den Tod stürzt. Und die Kinsey Towers der Stadt, die kurz vor ihrer Fertigstellung standen, waren genau das Richtige. Der Sturz wurde von dem 27-jährigen A.J. Bakunas durchgeführt, der einst den Rekord für den höchsten Sturz hielt. Und die Szene war abgeschlossen, als Bakunas aus dem 9. Stock in einen Airbag sprang. Aber dann erfuhr Bakunas, dass Dar Robinson kürzlich seinen Rekord gebrochen hatte, was ihn veranlasste, darauf zu bestehen, die Szene erneut zu drehen. Und diesmal von der Spitze des fast 100 Meter hohen Turms zu springen. Der Vorortarzt versuchte verzweifelt, den Versuch zu stoppen. Aber Bakunas, der darauf bedacht war, seinen Rekord wiederzuerlangen, wollte seine Meinung nicht ändern. Er führte den Sturz durch und schlug den Airbag im vorgeschriebenen Bereich quadratisch an, um ihn dann zum Platzen zu bringen. Erstaunlicherweise, obwohl Bakunas gerade mehrere hundert Fuß tief im Wesentlichen auf Beton gefallen war, klammerte er sich zunächst an das Leben. Aber obwohl sein Kopf und seine inneren Organe schweren Verletzungen entgangen waren, hatten seine Lungen zu viel Schaden genommen. Er starb am nächsten Tag. Im Februar 2014 tauchte eine 20-köpfige Filmcrew auf, um am Biopic Midnight Rider zu arbeiten, der Lebensgeschichte des Rockers Greg Allman. Regisseur Randall Miller ließ die Szenen auf einer aktiven Zugstrecke drehen und versicherte ihn, dass sie nur von zwei Zügen benutzt wurde, die beide bereits vorbei waren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein anderer Zug auftauchte, wurde ihnen gesagt, dass sie nur 60 Sekunden Zeit hätten, um die Strecke zu räumen. Das endete damit, dass die Zeit nicht annähernd ausreichte, denn ein dritter Zug tauchte mitten in den Dreharbeiten unerwartet auf. Die Lokomotive fuhr mit einer Geschwindigkeit von fast 100 Kilometern pro Stunde. Sie traf auf ein Bett, das an den Schienen befestigt war, und ließ Trümmer fliegen. Die 27-jährige Kamerafrau Sarah Jones wurde auf irgendeine Weise in den Weg des Zuges gedrückt, der sie traf und sofort tötete. Miller war daraufhin der erste Filmemacher, der wegen einer strafrechtlichen Verurteilung im Zusammenhang mit Ereignissen an einem Filmset verurteilt wurde. Er bekannte sich schuldig wegen fahrlässiger Tötung und wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, wobei 8 Jahre Bewährung folgen sollten, während Midnight Rider abgebrochen wurde.